Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Techniker-Video live und in Farbe aus meinem Hotel in Potsdam. In Potsdam. Neues Thema, neues Glück, neues Thema. Eigentlich frische ich wieder hier ein bisschen mal so einen alten Stoff wieder hoch. Ja. Und es sind einige Fragen gekommen, auch ich hatte einige Diskussionen mit Kollegen und deswegen würde ich heute gerne wieder mal so ein Thema machen, was Leute beschäftigen oder Fragen, die ich bekomme, unabhängig davon, ob ich ein Video schon mal darüber gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und mein heutiges Thema dreht sich über Leistung, Leistungsregelung und Leistung. Leistung! Ja, Leistung. Ich will jetzt hier nicht tatsächlich über Kühlleistung reden oder das und das und das, sondern, und ich hatte ja schon mal ein Video darüber gemacht, über Leistungsregelung. Hier geht es jetzt eigentlich, weil das ist immer so ein, ich weiß nicht, diskutiere hier mit vielen Leuten um, was ist Leistungsregelung, wie kann man Leistungsregelung bei den Anlagen. Und da haben wir gedacht, okay, ich rede jetzt mal drüber. Vielleicht habe ich die ein oder andere Sachen mal vergessen beim Erzählen oder habe ich das nur zwischendurch erwähnt. Ich weiß nicht, was. Okay. Dann hätte ich gesagt, ich starte mal, was ist Leistungsregelung? Die Leistungsregelung, was wollen wir damit erreichen? Das heißt, wir nehmen jetzt einmal in erster Instanz, um es einfach auszudrücken, unsere Kompressorleistung weg oder unsere Kältenlagerleistung weg. Wie machen wir das? Da gibt es zig Möglichkeiten. Eine ganz wichtige Sache, und das ist, sage ich mal, für mich die allerwichtigste Sache, wenn wir Leistungsregelungen machen, wenn wir Leistung vernichten. Vernichten ist kein schönes Wort. Wenn wir Leistung verringern, dann verändern wir immer den Kältemittelmassenstrom. Das heißt, im Klartext, wir verändern irgendwas, damit das Ganze, weniger jetzt, einfach ausgedrückt, langsam sich bewegt. Warum wollen wir eigentlich Leistungsregeln? Naja, klar, erst einmal Energieeffizienz. Ja? Man muss mal denken, wir leben heutzutage in der Zeit, dass wir natürlich versuchen, so gut wie möglich unsere Stromkosten von unserer Kältenanlage, sag ich mal, runterzubekommen. Und das kann ich am besten, wenn ich die Leistung nicht mehr brauche. Umso näher ich, sag ich mal, meine Zieltemperatur, die ich erreichen möchte, erreiche, umso weniger Wärmeenergie habe ich zur Verfügung, die ich meinem Stoff geben kann. Blödes Beispiel jetzt gesagt, ich habe startet die Anlage bei plus 25 Grad Celsius und ich möchte sie auf 2 Grad Celsius runterkühlen. Dann habe ich natürlich bei plus 25 Grad Celsius Raumtemperatur oder Produkttemperatur, wie man es auch immer sehen möchte, natürlich die meiste Leistung, die ich benötige. Und da habe ich auch die meiste Wärmeenergie, die ich benötige. Und umso näher ich halt, umso mehr und mehr und mehr ich runterkühle oder beziehungsweise Wärmeenergie aufnehme, ja, umso weniger Leistung brauche ich. Das ist genau dasselbe mit dem Kältemittel. Das bedeutet im Klartext am Anfang vom Start weg brauche ich vielleicht 20 Kilogramm Kältemittel. Ja? Und umso tiefer ich mit den Temperaturen komme, umso auch so weniger Kältemittel brauche ich. Dann kommen wir wieder zum Thema Expansionsventile oder Regel der Organe, ja? Die das halt den Kältemittelmenge, die halt in den Verdampfer reingeht, ja, so kontrollieren, ja, dass wir halt weniger reingeben. So, und wenn man jetzt einmal schon mal eins zu eins zusammenrechnen, wenn ich weniger Kältemittel hineingebe, aber der Kompressor sorgt natürlich mit 100% Leistung, vernichte ich die pure Energie, die ich einfach überhaupt gar nicht mehr benötige. Ich kann den Kompressor jetzt rein theoretisch hier auch langsamer laufen lassen. Klaro doch, man könnte jetzt rein theoretisch, man macht es ungern, aber rein theoretisch könnte man ja schon mal aus Expansionsmodell ebenfalls aus Leistungsregler sehen. Rein theoretisch. Bitte hängt mich jetzt auf diese Aussage bitte, bitte, bitte nicht auf. Ja, aber es gibt eigene Leistungsregler, es gibt und, ja. Und ein Expansionsventil zählt ja eigentlich eher zu einem Primärregler. Ja, es gibt ja so die Primär-Sekundärregler und eigentlich zum Primärregler. Und, aber rein theoretisch, er macht ja auch nichts anderes als Leistung wegnehmen. Er nimmt halt jetzt keine Leistung vom Kompressor in dem Sinn weg, dass wir dafür weniger Energie brauchen. Ja. Aber er nimmt mir eigentlich Kälteleistung weg. Weil wenn er mir vorher 20 Kilogramm durchschießt und nachher nur noch 10 Kilogramm durchschießt, ja, dann verringert er quasi über den Verdampfer die Leistung. Das heißt, der Verdampfer hat dann auch weniger Leistung. In dem Sinn, weil er halt einfach nicht mehr die Menge durchgeht. Ja? Nichtsdestotrotz fahren wir trotzdem mit der puren Energie durch. Deswegen zählt man es halt auch nicht so wie uns unter Leistungsregelung.
Wenn ich jetzt natürlich hergehe und ich habe die Wärmeenergie nicht mehr und ich gebe jetzt mit meinem Drosselorgan oder mit, wird auch immer, weniger Kältemittel hinein, dann müsste jetzt rein theoretisch mein Kompressor weniger ackern. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt der Leistungsregelung. Ja, was für Optionen habe ich? Frequenz. Also ich sage mal, die schönste für mich, das ist auch wieder eine bisschen persönliche Meinung, aber für mich ist die schönste Regelung immer Frequenzumformer oder Invertertechnologie. Also im Prinzip die Drehzahl des Verdichters verändern. Ja. Im Endeffekt, wie funktioniert das? Ich suche mir einen Bezugspunkt. Mein Bezugspunkt in der normalen Kälte ist normalerweise, sage ich mal, die Verdampfungstemperatur. Das heißt, ich sage, ich möchte, dass mein Kompressor mit einer Verdampfungstemperatur von minus 10 Grad Celsius läuft. Ja, das heißt, ich baue jetzt für meine Frequenzform einen Drucksensor hinein, der überprüft das natürlich und passt dementsprechend die Drehzahl meines Verdichters an. Dadurch habe ich natürlich mehrere Vorteile. A, ich fahre relativ konstant mit den Drücken. B, Anlaufen zum Beispiel ist ebenfalls über eine Frequenzumformer richtig schön, weil man kann dir natürlich sagen, wenn du jetzt einen Kühlkontakt bekommst, wenn du jetzt anlaufen musst, dann fährst du mal langsam an. Somit sind es schon mal irgendwelche Stern, Dreieck, Part Winding, Steuerung bräuchte ich dann gar nicht mehr. Ja? Also irgendwelche Teilwicklungsanläufe, ja? Wenn ich jetzt größere Anlagen habe. Ja? Sondern dann macht das ebenfalls der Frequenzumformer. Das heißt, er sagt eben, ja, wir fahren jetzt mal gemütlich an, damit wir natürlich nicht so hohe Spannungsspitzen haben. Ja? Und dann öckelt er da herum, ja? Und wenn ich die Leistung nicht mehr brauche, dann dreht er runter. Vorteile, Nachteile. Vorteil natürlich ist, ich brauche wesentlich weniger Energie. Nachteile, der Kältemittelmassenstrom. Und das ist jetzt bei jeder Leistungsregelung, die wir haben. Der Kältemittelmassenstrom wird langsamer. Damit auch zum Beispiel der Transport unseres Öles. Dadurch auch unsere Sorggaskühlung. Wenn ich sehr stark darauf angewiesen bin, dass ich eine Sorggaskühlung habe, ja, oder dass die eine gewisse Menge, es gibt manche Anlagen, also da bewege ich mich halt wieder mal sehr weit in Sphären, jenseits von Gut und Böse, aber es gibt natürlich Anlagen, die relativ heiß laufen, da kommt natürlich wieder das Kältemittel an, kommt natürlich wieder auf den Temperaturbereich an, wo das Ding überhaupt fährt, ja, kommt natürlich wieder auf die Spreizung an, zwischen Verdampfungstemperatur und Verflüssigungstemperatur, wo hoch ist meine Spreizung da, ja, wie hoch ist mein Heißgasausstoß und wie viel Sorggaskühlung brauche ich tatsächlich. So, in dem Moment, wo ich den Kältemittelmassenstrom verändere, muss ich natürlich ganz ehrlich zugeben, liegt das Problem da, dass ich das natürlich berücksichtigen muss. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, komm, ich baue dir eine Frequenzumformer ein, mach. Das geht natürlich nicht. Ich muss mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie bei jeder Leistungsregelung. Ja? Also das sind diese Diskussionen, die ich mit meinen Kollegen oder die ich mit einigen Leuten habe. Ja? Deswegen mache ich auch dieses Video, ja? Weil mich das unendlich aufregt innerlich, ja? Dass die Leute, oh, gut, da bauen wir halt einen Frequenzumformer rein oder da bauen wir halt das ein, da bauen wir das ein. Sag ich, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht? Ja, ein ganz blödes Beispiel. Ja? Wir haben eine Anlage, Kompressor steht im Keller unten, ist blöd gesagt, im nächsten Stockwerk sitzt unser Verdampfer und am Dach oben irgendwo der Verflüssiger. Jetzt denken wir drüber nach, was beachten wir bei der Rohrleitung? Grundlegend, im Normalfall bei einer On-Off-Anlage, fast gar nichts, weil der Kompressor sitzt tiefer, das bedeutet im Klartext, ich brauche jetzt zum Beispiel keine Ölhebebögen oder irgendwelche Ölgeschichten in der Sorgleitung, so baut man das 1:1. So, jetzt hat man das auch so gebaut, ja, weil Verdampfer sitzt ja höher aus wie mein Verdichter, ich brauche nicht mehr drüber nachdenken, Verflüssiger steht eh am Dach, interessiert mich auch nicht, da ist das Kältemittel so schnell irrelevant. Und dann komme ich hier und sage, ach komm, da haue ich jetzt einen frequenzgeregelten Kompressor. Kompressor ist gestorben, aus welchen Gründen noch immer. Ja, irgendein Blödsinn ist der Kompressor gestorben und dann kommt ja diese Idee. Dann baut man halt gleich einen frequenzgeregelten rein, weil wir leben ja heute im Jahr 2023 und wir wollen dem Kunden was Gutes tun. Und dann komme ich natürlich daher und sage ich, hallo, du Studenten, wenn ich jetzt einen frequenzgeregelten Verdichter reinbaue und der dreht runter, dann ist die Geschwindigkeit meines Kältemittels, also der Kältemittelmassenstrom, zu langsam für meinen Verflüssiger. Das heißt, dass ich da hochkomme. Das heißt, mein Öl liegt erst wieder irgendwo herum. Klaro doch, es gibt Ölrückführungsprogramme, es gibt zig Möglichkeiten, was man alles tun kann mit der Frequenzumformer. Ja? Aber wir gehen jetzt einfach von klassisch aus, ich kaufe irgendeinen 0815 Frequenzumformer, fix fertig auf irgendeinen Kompressor draufgeschnallt oder wie auch immer, ein fix fertiges Set. Ja? Und dann baue ich das ein und dann ist meine Geschwindigkeit einfach zu langsam und wir haben erst wieder ein Ölproblem. Das heißt, 1:1, das einfach umzulegen, das funktioniert einfach nicht.
Ja? Sondern man muss sich auch Gedanken darüber machen. Ja? Frequenzumformer, wie gesagt, ist eigentlich meine Lieblingsvariante, weil ich gebe den einfach meine Verdampfungstemperatur an, der regelt sich dort automatisch hin. Klar, ich kann ihm noch Rampen geben, ja klar, ich kann ihm noch andere Temperaturen oder ich kann sogar bei manchen Frequenzumformer einen zweiten Kontakt geben, wenn ich sage, ich gehe Sommer-Winterbetrieb. Auch das ist möglich. Ich kann ihm sagen, hey komm, im Sommer laufen wir so, da schauen wir, dass wir immer pure Leistung bringen. Im Winter kannst du volle Kanone von Start weg schon eine Leistung runterdrosseln, weil wir sie einfach nicht brauchen. Absolut cool. Ja, also man kann wirklich sehr, sehr energieeffizient reden. Arbeiten damit. Was natürlich noch, nur um jetzt nur zu vervollständigen das Ganze, ja, was so standardmäßig ist. Ja, natürlich, es gibt Heißgas-Bypass, Leistungsvernichtungen, es gibt 100.000 andere Sachen, auf die will ich jetzt aktuell in dem Video gar nicht eingehen, sondern ich rede noch immer hier von Standardsachen, weil die Fragen schon mal Standardsachen sind. Verbundanlagen, also mehrere Kompressoren geschalten in einem Verbund, ist genauso eine Leistungsregelung, ja, wie ein Frequenzumformer. Im Endeffekt kann man ja schon einzeln zusammenrechnen. Wenn vier Verdichter ackern, ja, habe ich die und die Geschwindigkeit und den Kältemittelmassenstrom bekomme ich durch und so viel kann ich bei vier Verdichtern verdichten. Ja? In dem Moment, wo ich ein oder zwei Verdichter abschalte, weil ich die Leistung einfach nicht mehr brauche, die ebenfalls übrigens druckgesteuert reagieren, ja, dann ist natürlich auch in dem Fall mein Kältemittelmassenstrom kleiner und zusätzlich natürlich auch noch die Möglichkeit zu verdichten. Das heißt, ich habe dann nur noch zwei Kompressoren, die verdichten, das ist natürlich weniger als wie vier Kompressoren. Und da fällt genau dasselbe wieder in Kraft. Ich kann nicht einfach hergehen und kann sagen, ich verbaue eine Verbundanlage und überlege nicht nach, okay, wenn ich die Leistung runterdrossel, was passiert dann mit meinem Kältemittel? Also entweder ich, sag ich mal, berechne meine Rohrleitungen richtig und ich schaue halt, dass wirklich alles passt, dann ist ja alles schön und gut. Ja? Die meisten Leute denken halt nicht weiter, weil sie halt On-Off-Anlagen halt eh und jede über Jahrzehnte gearbeitet haben. Ich meine, ich muss ganz ehrlich zugeben, ja? Verbundanlagen gibt es ja seit gefühlt Jahrhunderten. Ja, mein Großvater hat schon Verbundanlagen verbaut. Frequenzumformer ist jetzt auch nicht neu. Ist definitiv nicht neu. Das ist überhaupt nichts Neues. Ja? Nur ich sehe sie halt irgendwo noch, ich weiß nicht warum, aber bei sehr, sehr vielen Unternehmen auch bauen die Kühlhäuser. Sie bauen das und das und das und das sogar im relativ großen Stil. Und da sind keine Frequenzumformer drinnen. Ich habe, ja klar, preislich sind sie teurer und, aber das kann man ja, sage ich mal, wirklich, wenn man das wirtschaftlich gut berechnet, dann macht das Sinn. Ja, es macht definitiv Sinn. Ja. Meine Meinung. Ja, ich will euch das jetzt nicht vorrechnen. Wenn ich jetzt eine Frequenzumformer reinbaue, dann erspart sich der Kunde so und so viel Geld, dann hat er die Mehrkosten der Frequenzumformer in 357,8 Jahren drinnen. Das kann man heutzutage so oder so nicht mehr sagen. Ja, bei den Strompreisen, die immer rauf, runter oder eigentlich derzeit nur rauf gehen, ja, was soll ich denn da jetzt für eine Kalkulation machen, wann man sich irgendwo was irgendwie erspart? Vollkommener Schwachsinn. Ja. Hier geht es einfach mal darum, man kann es ja logisch erklären, sagen, ich brauche die Leistung nicht mehr, ich drehe das Ding runter oder ich schalte den Verbund Verdichter weg, ja, dann hast du weniger Stromverbrauch in der Diskussion. Ob das jetzt sich da noch akklimatisiert, da, es ist ja auch für die Anlage gut. Es ist ja auch für die Anlage, also wenn ich natürlich im Background alles richtig gemacht habe, wenn ich die ganze Öl, alles richtig gemacht habe, dann ist es natürlich für die Anlage auch noch gut. Ne? Die rackert sich dann nicht zu Tode, obwohl sie es gar nicht muss. Ne? Das ist dasselbe, wenn ich sage, okay, gut, ich mache jetzt hier irgendwo einen Wettlauf, ja? Die anderen sind schon 300 Kilometer hinter mir und ich gebe noch immer 100%. Wo ich sage, okay, gut, selbst wenn ich jetzt im Schritttempo weitergehe, holen die mich in 1000 Jahren nicht mehr ein, ja, ja klar, wenn ich jetzt irgendeinen Rekord ausstellen möchte, aber meine Kühlanlage möchte keinen Rekord ausstellen. Ja? Eine Kälteanlage will einfach nur ihren fucking Job machen. Ja? Und deswegen, regeln wir sie doch runter. Lassen wir sie doch in Ruhe. Lassen wir sie Bomale dahin gleiten. Das macht doch viel schöner. Wie gesagt, Verbundanlagen sind einfach mehrere Verdichter. Die können natürlich sein, dass sie jeder Verdichter unterschiedliche Leistung hat. Es könnte auch sein, dass alle vier Verdichter dieselbe Leistung haben. Dann werden sogenannte Schrittschaltwerke reingebaut. Das heißt einfach eine Elektronik auch, die dann sagt, okay, der Verdichter, der Verdichter, der Verdichter, der Verdichter. Idealerweise wechselt er natürlich die Verdichter natürlich auch, damit die Betriebsstundenzeiten quasi angepasst werden, dass nicht Kompressor 1 immer Kompressor 1 ist. Dann kann ich auch rechnen, dass Kompressor 1 irgendwann mal früher oder später sterben wird, ja, weil der 200 Milliarden Betriebsstunden drauf hat und Kompressor 4 eine, ja, wenn der Verbund halbwegs vernünftig ausgelegt ist.
Somit sollte dann auch unsere Elektronik, sage ich mal, das irgendwie machen. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich bei meiner Uhr die ganze Zeit piepst, aber egal. Was kann man denn noch? Gerade bei halber Milchliter Verdichter, auch eigentlich eine sehr, sehr gängige Variante. Eigentlich eine coole Variante. Muss aber mittlerweile zugeben, es sind zwar wiederum neue Varianten rausgekommen, unter Anführungszeichen Varianten rausgekommen, aber ich, da, bevor ich das mache, bleibe ich halt wieder beim Frequenzumfang, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ventilplattenabhebungen. Ventilplattenabhebungen ist nichts anderes am Zylinderkopf selber. Ein Magnet wird hier oben nochmal drauf, hebt die Ventilbank quasi oder die Platte quasi ab. Dadurch ist hier ein Totraum, wo entsteht hier quasi ein Totraum, wo nicht verdichtet werden kann und nimmt halt dementsprechend Zylinder weg. Das heißt, bei den meisten Verdichterherstellern, die das natürlich haben, habe ich dann so quasi 25%, ja, die ich abheben kann. Also ich kann 25% reduzieren, 50% reduzieren, vielleicht sogar 75% reduzieren an Leistung. Ist cool. Kann man auch schön über Druck machen, kann man auch schön über einen 2-Punkt- oder 3-Punkt- oder 4-Punkt- Temperaturregler machen, was auch relativ easy going ist, wo ich sage, okay, gut, du kühlst jetzt hier ab, ja, wenn du die ersten 10 Grad geschafft hast, nimmst du die erste Zylinderbank weg, wenn du die nächsten 10 Grad geschafft hast, nimmst du die zweite Zylinderbank weg. Also das funktioniert relativ gut, die Steuerung ist relativ easy, das umzusetzen, ja, aber ich bin halt gesperrt auf diese 25, 50, 75, also ich bin halt in dem Bereich ein bisschen gesperrt. Ja, wenn ich sage, ja, es ist natürlich irgendwo, ich nehme ihm Leistung weg, ich muss weniger verdichten, das heißt, dadurch muss ich natürlich irgendwo weniger Leistung bringen, aber ich muss natürlich eins sagen, ja, Stromverbrauch wird dasselbe sein. Ja, es gibt Variationen natürlich, wenn ich jetzt natürlich auch noch Teilwicklungen habe, wo ich ihm sage, okay, ich nehme so und so viel Prozent weg, schalte eine Wicklung weg und dann renne weiter mit einer kleineren Wicklung, dann spare ich mir Strom. Ich spare mir schon Strom, das will ich jetzt nicht sagen, dass ich mir keinen Strom spare, weil dadurch, dass ich ihm ja quasi Leistung wegnehme im Verdichtungsbereich, verdichte ich weniger. Stromaufnahme geht natürlich dementsprechend runter. Wenn die Stromaufnahme runter geht, geht natürlich auch 1:1, wenn man jetzt hier ein bisschen rumrechnet, natürlich auch der Stromverbrauch runter. Ja? Aber halt, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Messung gemacht, Leute. Also bitte, auch hier, hängt mich jetzt nicht auf. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, die Option habe, wirklich die Frequenz runterzudrehen, sage ich mal, verbrauche ich weniger Strom aus, wenn ich mit der Plattenabhebung nehme. Ja, so, ich habe es jetzt gesagt, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht andere Meinungen darüber seid. Ich bin für jede Meinung offen natürlich. Ich habe jetzt keine Energiemessung gemacht, ob bei der Ventilplattenabhebung bei 1:1 derselben Anlage und demselben Kompressor und dieselbe Anlage dann Frequenz geregelt, weil nur dann könnte ich wirklich offiziell sagen, okay, ja, in der Theorie am Papier können wir alles ausrechnen. Ist mir klar. Bin ich dafür. In der Theorie rechnen wir uns alles aus. Ich bin halt derjenige, der dann lieber nachmisst. Klar. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht rechnen kann. Das sind für mich die gängigsten Leistungsregelungen. Frequenzumformer, Verbundanlage und Ventilplattenabhebung. Natürlich, wie gesagt, gibt es Heißgas-Bypass, wo wir, sage ich mal, im Kreislauf Leistung vernichten, wo wir auch den Kältemittelmassenstrom, sage ich mal, zerstören, das ist wieder blöd gesagt, verkleinern, ja, indem wir quasi in einem Kurzschluss fahren mit zusätzlicher Zwischenspritzung und. Aber, und jetzt kommt dieses riesengroße Arbeit bei solchen Variationen, die ich mache, dann nehme ich definitiv keine Leistung weg. Ist es eine Stromaussparnis? Ist es nicht. Dann nehme ich ihm einfach nur Leistung weg. Was erreiche ich damit? Wenn ich ihm Leistung wegnehme, weil ich Leistung wegnehmen muss, ja, bedeutet dafür, weil sonst der Kompressor absauft. Weil der Kompressor einfach zu stark ist. Da geht es jetzt nicht nur um Energieeffizienz, da geht es einfach darum, dass ich wirklich tatsächlich meine Anlage so kalkuliert habe, dass ich jetzt zum Beispiel ein Tiefkühlhaus habe und dann hänge ich nochmal einen Tiefkühlschrank dran. Und wenn das Tiefkühlhaus rein theoretisch auf Temperatur ist und der Tiefkühlschrank anfordert, ja, und der Tiefkühlschrank hat Hausnummer 300 Watt oder sagen wir 500 Watt, ja, und das Tiefkühlhaus hat 5 kW, ja, dann würde eine 5 kW Kompressor auf einen 500 Watt Kühlschrank fahren. Ja, böse Zungen können sagen, ja, dann kühlt er richtig schnell runter. Ja, aber dann würde uns die Anlage ins Vakuum sorgen, wir hätten da, passt einfach nicht. Ja? Und das sind dann die Fälle, wo ich dann hergehen muss und sagen muss, okay, ich müsste jetzt rein theoretisch Leistung vernichten bis Ende nie, ohne eine energetische Effizienz daraus zu ziehen. Ja, das heißt einfach nur,
pure Vernichtung. Das ist wirklich Vernichtung. Ja? Auch wenn wir sagen, Energie kann nicht vernichtet werden, Energie kann nur in eine niedrige oder gleichwertige umgewandelt werden. Aber in dem Fall nenne ich es ganz brutal Vernichtung. Ja? Das heißt, da sollte man natürlich schauen, okay, gibt es vielleicht andere Optionen? Kann man vielleicht irgendwie, vielleicht doch einen kleinen Kompressor drauf geben? Muss ich wirklich zwingend auf einen 5 kW Tiefkühler einen 500 Watt Tiefkühlschrank draufhängen? Und ganz ehrlich, warum? Diese Frage, warum, wird sich jetzt wahrscheinlich jeder stellen, der es gehört hat. Auch ich stelle mir diese Frage. Ich habe keine Antwort. Ich will auch keine Antwort darauf haben. Also das ist halt dann baut man natürlich solche Sachen wie Heißgas-Bypass ein. Ja? Aber wie gesagt, Energieeffizienz gleich bei Null. Ja? Also in der heutigen Zeit, so etwas zu verbauen, muss schon einen tiefen Grund haben, das wirklich zu bauen. Also falls jetzt hier jemand das sieht, der mir wirklich einen deftigen Grund dafür geben kann, warum ich eine Heißgas-Bypass-Leistungsvernichtung mit Zwischeneinspritzung und einbaue, weil ich so viel Leistung wegnehmen muss bei einer Standardanlage, dann bitte in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schreiben oder ihr könnt es mich auf Instagram anschreiben, wo auch immer oder auf TikTok. Wo auch immer, schreibt es mich einfach an und teilt mir das bitte mit. Ich kann mir natürlich durchgehend vorstellen, ich habe Anlagen zum Beispiel, ich habe so eine Laserkühlung, ja, wo ich einen Laser kühle und die Kühlung muss permanent laufen. Ja. Das heißt, ich kühle das und die muss aber permanent laufen und wenn der Moment, wo der Laser anspringt, dann muss der sofort die Kühlleistung da sein und der schaltet nur hier links, rechts um. Ja. Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass ich sagen kann, okay, gut, da baue ich so eine Leistungsvernichtung rein, weil bis das andere System vielleicht zu träge und, so vernichte ich die Leistung und dementsprechend umschalte, pack, ist sie wieder da. Ja, das sind natürlich Gründe, wo ich mir sowas immer erahnen kann oder wo ich mir sowas denken könnte, wo das einen Sinn macht. Aber in der heutigen Technologie, die wir besitzen, das sind halt für mich ein bisschen ältere Anlagen, aber in der heutigen Technologie, sage ich mal, vor allem, wie gesagt, so eine Frequenzumfirma kostet jetzt auch nicht mehr die Welt. Ja, also ja, klar, vor 10 Jahren war das noch relativ teuer. Mittlerweile, sage ich mal, schmeißen die Kompressorenhersteller schon fixfertigen Frequenzumformer eigentlich um die Ohren, wo ich sagen muss, okay, gut, das ist jetzt nicht mehr der Kostenfaktor. Ja, ich glaube, die Arbeitszeit, das ganze Ding einzubauen und die ganze Verrohrung machen und bla bla, da ist natürlich der Kostenfaktor wesentlich höher als wie diese verdammte Frequenzumform. Aber ich will jetzt nicht unbedingt euch jetzt dazu bringen, bitte baut es über Frequenzumformer rein, weil ich gehe jetzt nochmal ganz am Anfang dazu, bitte, wenn ihr Frequenzumformer reinbaut, dann beachtet bitte eure Rohrleitung unbedingt, weil da einfach andere Sachen gelten. Dann ist nicht nur die Sorgleitung diejenige mit den langsamsten kältemittelmassestromigen Öl, das ist irgendwie so zurückkommt, weil es irgendeine Steigleitung ist und er muss sich zu Tode saugen, ja, der Kompressor, sondern dann zählen auch solche Sachen wie Hochdruckleitung, auch wenn das nicht gegen eure, sag ich mal, Logik geht, also Hochdruck, beim Hochdruck, auch wenn wir da langsamer werden, wenn wir den Kältemittelmassenstrom reduzieren, auch wenn wir einen kleineren Querschnitt haben, auch da wird es einfach vielleicht unter Umständen zu langsam. Ich sage jetzt nicht, dass es bei jeder Anlage so ist, aber es gibt halt sehr viele Anlagen, wo das dann so ist. Ja, und dann haben wir halt dort irgendwo mal ein Problem und ihr könnt dann garantiert dorthin fahren und die Kompressoren tauschen. Und das wollen wir halt nicht. Ja. Nur weil der komische Typ in YouTube gesagt hat, ihr müsst überall Frequenzumformer einbauen, Leistungsregelung, das um und auf. Wir wollen einen grünen Daumen haben. Wir sind Kälteanlagentechniker, wir werden grundlegend niemals einen grünen Daumen haben, aber wir können natürlich das Beste aus unserer Sache rausholen. Ja? Gut, meine Hauptkunden sind die Pharmaindustrie, dass ich das Beste aus grünen Daumen raushole. Aber auch hier in meinem Bereich versuche ich wirklich grundlegend daran zu arbeiten, das Bestmögliche rauszuholen. Ja, und das Bestmögliche energetisch rauszuholen, auch wenn es nur ein bisschen was ist. Aber ich habe zumindest dann das Gefühl, ich hole das Ideale raus. Vor allem für mich geht es ja auch um Stabilität des Systems. Jetzt gehen wir jetzt unabhängig von unserer Energieeffizienz aus, mir geht es auch immer, ich will mein System so stabil wie möglich laufen haben.
Und da ist einfach eine Leistungsregelung in Kombination natürlich auch mit unseren Expansionsventilen und das aufeinander abgestimmt, das um und auf, um eine stabile, konstante Geschichte zu bekommen. Ich habe jetzt irgendwie Sodbrennen bekommen. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht doch nicht 8 Cookies essen sollen. Habe ich das gesagt? Verdammt. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen was darüber erklären können oder meine Meinung zur Leistungsregelung oder Diskussionsrunde, die ich habe. Wer mehr natürlich darüber wissen möchte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Hey, du, das war nicht ausführlich genug. Bitte, wir wollen mehr über Leistungsregelung wissen. Dann schreibt es einfach hinein. Wenn ich etwas unverständlich erklärt habe, dann auch bitte in die Kommentare schreiben oder mich direkt anschreiben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich bitte ein Like da und ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Besucht mich auf Instagram, auf TikTok und wir sehen sich beim nächsten Video. Ich hoffe wirklich, ich habe jetzt nicht so viel Mühe gesprochen. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, ciao.